aus tiefen Klüften, aus dunklen Grüften, aus des Hades finsterer Macht sind wir wieder ans Licht gebracht. Sind hier erschienen, um euch zu dienen. In dieser Nacht, wer mag schon schlafen, wenn die alte Sehnsucht wacht? Full of lies. Battlefield I see, all along the battlefield I go. The whole outer world is full of steel and TV and radio. All along the battlefield I creep, all along the battlefield I weep. Rages from the past they come again, war destruction in the veins. The masses at our door are stronger than before. And there is no someone to shine. Red trucks and flyers, and see the tears in our eyes. So I'm full of lies. All along the battlefield we cry. All along the battlefield we die. There's no place, no hide, no place to flee. War becomes reality. Such a boy, a puppet made of clay. Such a boy, your life will slip away. If you stupid follow their command, a machine gun in your hand. I hate the way you live. Someone to shine, red checks and flies, and see the tears in our eyes. So I'm full of lies, and there is no someone to shine, red checks and flies, and see the tears in our eyes. So I'm full of lies. We'll be right back.
freedom flies. Can't see the tears in my eyes, so I'm full of lies. And there's no someone to shine. Rejection flies. Can't see the tears in my eyes, oh, I'm full of lies. Ja, wir begrüßen alle Zuschauer an den Bildschirmen und alle Zuhörer vor den Radios. Wir sind Katanga aus Greifswald, Grimm in den Mien. Und ja, ich will hier nicht so viel quatschen, sondern wir machen einfach weiter. Das nächste Stück nennt sich Stand Up. Hörst du den Klang der Stille, während der Wand sich bricht? Verraucht ist dein Wille, zur Furcht dein Gesicht. Worte sind sinnlos beim Ruf der Ewigkeit. Geöffnet ist die Schoß, zum Atmen bereit. Sind wir leider nicht, sitzen zu Gericht. Bist du stark zu bricht, du deine Pflicht. Stand up, strike back, stand up, oh you're right. Strike back, stand up, in the fight. Hör die dort oben sagen, hey, du sollst folgsam sein. Nichts senden, nichts wagen, nicht das Verbitteren schreien. Doch der Unmut wird so groß, na dann kocht das Blut. Geöffnet ist die Schoß, zum Himmel schießt die Wut. Schöner nicht, sitzen zu Gericht. Bist du scharf zu brechen und für deine Pflicht. Stand up, strike back, stand up, for your right. Strike back, stand up, win the fight. Stand up, strike back, stand up, for your right. Strike back, stand up, win the fight. Stand up.
Nächste Stück nennt sich Mörder der Erinnerung. Knocking on my door. I love the shining of the silver moon. The dark black velvet raises calm. Things too. Here in the darkness, I wonder where to stay. Here in the moonlight, I pray, but never comes to say. One kiss, one door, I feel like I never born. I feel like I never felt. Knocking on my door.
bites, excites me. What a dream of mine. Come to me closer, nothing more to say. Our blood is running, I pray. Yeah.
Children of Night. Ja, das nächste Stück ist eine Ballade, ein bisschen was zum Träumen für alle, die die schwarze Musik lieben. Rammstein-mäßiges Guantanamo. Nee, Guantanamo, aber Michas Gurt ist leider abgerutscht. Gut, ah, hör mein Flehen. Danach dann konnte er. Okay.
Die Technik. Aber Guantanamo. Verdammt schwül hier. Vielleicht liegt's daran. Es geht vorbei, wir brennen in der Leere. Ein stummer Schrei bringt Feen zum Licht. Nieder wie Blei und angstvolle Schwere. Lässt mich nicht frei, mein Stolz, der zerbricht. Beginnt die Zeit! Im Morgen ist da, wenn du weißt. Die Sonne wird kalt und fern. Und niemand hört, wenn du schreist, lebendig begraben.
Wasser singt, das Lied meiner Leiden. Das Wasser blinkt, unendliche Qual. Auf dem Tisch blinkt ein Buch ohne Seiten. Auf dem Tisch klingt ein Peitschen in Stahl. Regenzeit! Der Morgen ist da, wenn du weißt. Er dich Sonne wird kalt und vereist. Und niemand hört, wenn du schreist. Flight. I'm
wir kommen jetzt zum letzten Stück. Wollen uns zuvor noch einmal bei allen Zuschauern und natürlich bei dem Team hier bedanken. Wir waren Katanga aus Greifswald, Demmin und Grimmen. Ja, und hoffen, wir sehen uns irgendwann wieder. Das letzte Stück nennt sich Would You Believe? Ist auch ein ganz neues Stück. So, geht gleich los. Something is rotten in the state of Denmark. Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or by opposing and death! This dying world.
Ich weiß nicht, ob man mich schon hört, aber ich rede einfach schon mal. Das rote Lämpchen leuchtet. Ich vermute mal, wir sind jetzt drauf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war gerade Katanga, eine Gothic-Metal-Band. Und man hat das ja an der Stimmung schon gehört. Sie war relativ düster und gleich wird auch noch einer von Katanga herkommen. Und mit dem werde ich mich noch ein bisschen unterhalten. Aber vorher möchte ich für die, die vielleicht gerade jetzt erst eingeschaltet haben, nochmal vorlesen, was uns denn an diesem Tag noch alles so erwartet. Als nächste Band wird dann Roter Sand zu sehen sein. Danach kommen Eva und die Einwegflaschen. Dr. T werden wir noch sehen, Taimara und Boogie Trap. Und zum Schluss werden dann noch zwei DJs hier abends auflegen. Und das sind Steffen Marquardt und Mark Miller. Und jetzt kommt einer von der Band Katanga, um genau zu sagen, es ist der Sänger und die passende Kluft hat er auch schon an. Einen Mantel mit Sonnenbrille. Und jetzt kommt er gerade ins Bild. Hier ist der Sänger. Hallo. Wie ist dein Alles Name? Alles klar. Mario. Mario. Alles klar. Und du bist jetzt der Sänger von der Band Katanga, ja? Das ist richtig, ja. Und um in einer Gothic-Metal-Band zu spielen, muss man aber jetzt keine depressive Stimmung oder so haben, oder? Nö, das würde ich mal behaupten. Also wir sind eigentlich alle sehr fröhliche und lustige Leute. Also eigentlich das komplette Gegenteil von der Musik, die er macht, ja? Naja, also ich finde das jetzt nicht irgendwie eine depressive Musik oder sonstiges, aber uns gefällt das immer so ein bisschen melancholisch. Ja, ja. Ja, das ist die Stimmung, die wir mögen. Aber ich muss sagen, die Musik, die macht auch schon Eindruck. Also es klingt wirklich sehr wuchtig. Ich war mal unten und habe mir das mal angehört. Und man hat natürlich auch hier bei uns in den Moderationsräumen auch immer den Mix noch drauf, dass man das hören kann. Also es klingt schon sehr gewaltig, auch mit diesen Orgeln, die ihr dann noch mit dazu habt und die fetten E-Gitarren-Riffs natürlich. Wie kommt man dazu, eine Gothic-Metal-Band zu gründen oder in einer Gothic-Metal-Band zu spielen? So. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, weil wir halt die Musik mögen. Ja. Und insofern lag das dann nahe. Wir kommen ursprünglich eher so mehr aus dem Metal-Bereich. Ja. Aber als dann so eine Welle kam, so Grunge und nur Death-Metal und dann die Gothic-Szene sich mehr der Metal-Szene so angenähert hat und da wirklich super Bands kamen wie Dread for Shadows oder ASP oder andere, dann sind wir halt so auch in die Schiene dann reingerutscht sozusagen, weil es uns einfach gut gefallen hat, muss man einfach sagen. Diese Mischung aus Melodie, vielen Instrumenten, auch Elektronik mit drin und harter Musik halt. Das hat man gehört auf jeden Fall und man merkt auch, dass es euch Spaß macht und das ist ja das Wichtige an der Musik, dass es Spaß macht. Jetzt seid ihr ja auch eigentlich eine Band, die vor allem bestimmt auch auf die Reaktion des Publikums ein bisschen abzielt, wenn ihr jetzt live spielt, oder? Ja, das ist eigentlich, muss ich sagen, also ich persönlich bin dann, also mag dann guten Auftritt hinlegen und achte dann weniger auf das Publikum, sondern mir gefällt einfach zu singen, die Musik zu machen und mir ist eigentlich egal, ob da ein Mann steht oder 100, das ist mir vollkommen egal. Und wie ist es jetzt, sag ich mal, ganz ohne Publikum zu spielen, also mehr oder weniger in die Kamera rein? Ja, das ist schon etwas seltsam, zumal wie gesagt, das halt auch mit In-Lay-Monitorum war das oder In-Earing war das. Das haben wir sonst so nicht. Das ist immer so ein bisschen eine Umstellung, weil ansonsten bekommt man den Druck von vorn und hat dann auch einen großen Raum. Und das ist heute alles so ein bisschen mehr wie so ein Wohnzimmer gewesen. Ja. Das ist schon ein bisschen anders. Ja. Kleines Wohnzimmerkonzert. Ja, das ist schon eine Umstellung. Ja. Ja, das ist also für euch eine kleine Umstellung, wenn man es so will. Genau, man hat dann ja auch mehr Druck quasi von den Monitoren. Also wenn ihr auf der Bühne seid, normalerweise dann wollt ihr die Musik natürlich auch spüren. Ne? Genau, genau. Das muss dann ordentlich wumsen. Und, das hat man übrigens hier oben auch gehört. Also für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder jetzt erst zugeschaltet haben, der Moderationsraum hier befindet sich zwei Etagen über der Bühne. Und man hat wirklich gehört, wie hier alles vibriert. Und man hat es auch durch die Schuhe gespürt, muss man dazu sagen. Also das hat richtig gekribbelt an den Füßen. Ja, Musik muss man auch spüren. Genau so ist es. Ich kenne mich jetzt nun in der Gothic-Metal-Szene nicht so gut aus. Und jetzt erstmal die Frage, habt ihr Songs gecovert oder waren das eure eigenen? Das waren alles eigene. Das waren alles eigene Songs. Und kann man die auch schon auf
jeglichen Streaming-Plattformen oder auf CD kaufen? Also wir haben zwei CDs rausgebracht. Die erste war die Dark Child, die zweite die Moon Child und die dritte ist jetzt in Arbeit. Also auch alles im Internet erhältlich sozusagen, auf YouTube und so weiter und so fort, auch teilweise mit Videos, ja. Das ist nämlich auch noch wichtig für die Leute, die jetzt vielleicht euch entdeckt haben, dass sie genau wissen, aha, dann kann ich auf Spotify oder auf YouTube oder auch die CD an sich mir zulegen, wenn mir die Musik gefallen hat, nicht wahr? Wobei die neuen Sachen natürlich noch nicht da sind. Ja gut, das neue Album wird sicherlich noch nicht da sein, genau. Und wie weit seid ihr jetzt mit dem neuen Album? Eigentlich ist es fertig. Wir gehen jetzt oder suchen jetzt, wie wir das eigentlich aufnahmetechnisch machen, weil das ist auch immer nicht so einfach. Soll ja auch am Ende wirklich ein gutes Produkt rauskommen. Und da sind wir halt jetzt am Überlegen, gucken mal nach Produzenten und auch nach Studios, was auch bezahlbar ist, kommt auch mal mit dazu. Ne? Ja, na klar, wenn man jetzt nicht die großen Stadien füllt, ne, dann muss man natürlich schon mal ein bisschen auf den Preis gucken, das ist natürlich verständlich. Also habt ihr sozusagen die Zeit jetzt auch während der auftrittsfreien Zeit mehr oder weniger genutzt, um an eurem neuen Album zu arbeiten oder lag das sowieso auf dem Plan? Das lag so und so auf dem Plan, es sollte eigentlich schon längst raus sein, aber dann hat sich da wieder verzögert und da wieder verzögert und aber wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir sagen, jetzt muss es endlich losgehen, die Demos sind eigentlich alle fertig und oder fast fertig, sage ich mal. Kann man schon so ein bisschen was durchblicken lassen, worum es vielleicht geht? Also oft ist es ja auch so, dass Bands sich ein bestimmtes Thema für ein Album ausdenken oder eine Geschichte erzählen wollen, kann man da vielleicht schon etwas durchblicken lassen? Naja, es ist eigentlich so auch ein bisschen melancholisch, weil ich sag mal, wir haben so angefangen so um die 2000 und wir sind alle jetzt nicht mehr 20 und es ist so ein bisschen in einigen Liedern so ein Rückblick, sage ich mal. Ne? Also es wird wahrscheinlich Gothic Child heißen und der Text ist auch so ein bisschen einfach so Rückblick an einfach die schöne Zeit, wo man so noch ein bisschen unbeschwert war und so. Ne? Ach, das ist ja interessant. Ja. Ihr habt euch im Jahr 2000 gegründet, sozusagen? Ungefähr. Also wir haben es nicht gesagt, jetzt gründen wir uns oder aber so ungefähr, Aber in diesem Zeitraum, da kann man ja schon fast sagen, dass ihr dieses Jahr 20 Jahre Katanga. Ja, Katanga. Katanga, Entschuldigung. Ja, also 20 Jahre gibt es schon ungefähr, Ja, so lange ist das schon. Das ist ja Wahnsinn. Und es funktioniert, die Harmonie in der Band stimmt trotzdem noch. Ja, es gab natürlich immer mal so ein paar Wechsel. Das ist ganz klar über diese lange Zeit, aber ja, also ich und Micha, wir sind ja von Anfang an zusammen und das passt alles super. Und wer schreibt die Texte bei euch und wer macht, ist für die Musik zuständig? Oft ist es ja so, dass es eine bestimmte Rollenverteilung gibt. So, also das haben wir auch. Also Texte mache ich und die Musik läuft immer so in Schritten. Also ich komme mit einer Gesangsmelodie, dann bastle ich mit Micha darum die Akkorde, dann kommt die Gitarre dazu, dann die Keyboards und das wird alles so am Ende das Drum wird dann erstmal so ein bisschen grob reingenommen. Ne? Also wir machen viel am Computer auch und so entstehen eigentlich so baukastenmäßig die Texte eigentlich zwischen Micha und mir eigentlich so. Und die Inspiration für die Texte, woher nehmt ihr die? Setzt ihr euch dahin, los, komm, wir schreiben jetzt einen Song? Oder hat man dann so eine Eingebung, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Landstraße Auto fährt und jetzt habe ich den Hasen da auf der Straße gesehen, jetzt fällt mir was ein oder so? Ja, eigentlich ist es so, dass die Texte zur Musik passen müssen. Das ist immer sehr wichtig, dass es klanglich dazu passt. Deshalb ändern wir manchmal auch von Deutsch in Englisch. Dann gibt es erstmal so, also muss ich sagen dazu, so Arbeitsenglisch. Ja, also da wird irgendwas draufgesungen, was noch gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und dann meistens versucht man dann quasi so über Sachen, über die man sich dann gerade Gedanken macht oder so, dann Sinn reinzulegen, dass das auch aber halt textlich zur Musik passt, aber auch von den Tönen her. Das ist immer wichtig, dass die Gesangsmelodie auch passend ist. Muss ja schließlich im Gesamtkonzept dann auch stimmig sein, nicht wahr? Genau. So, na dann bedanken wir uns auf jeden Fall. Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei euch. Und möchtest du noch was an die Zuschauer und die Welt richten? Irgendwelche Dankesworte, dich bei Förderern bedanken oder bei deiner Mutti oder bei wem auch immer? Ja, ich sage nochmal Grüße zum Shadowplay Fanclub und allen unseren Fans und dass ihr uns weiter treu bleibt. Uns gibt es noch und habt euch lieb ansonsten. Gut, na dann vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Katanga und du kannst das Mikrofon hier hinlegen. Und jetzt
kommt erstmal meine Kollegin Mina wieder. Und wir werden jetzt zusammen den nächsten Act ansagen oder noch etwas Zeit füllen. Genau, also wir haben erstmal als unseren nächsten Act haben wir Roter Sand für euch mit dabei. Mein Favorit heute so ein bisschen, worauf ich mich am meisten freue, weil ich echt neugierig warum bin. Denn? Weil das ein Akustik-Rammstein-Duo ist. Ach stimmt, darüber eine hatten Sängerin, wir ja vorhin schon gesprochen. Genau, ja. Eine Sängerin und ein Gitarrist und sie singt halt. Und ich bin mega gespannt. Man hat eben im Soundcheck schon ihre Stimme bis hier oben gehört. Und da dachte echt? Ich so, wow, was für ein Stimmvolumen. Das ist krass. So heftig. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt wird. Aber ich bin natürlich nicht so lange weggeblieben, um dich jetzt hier alleine stehen zu lassen. Ne? Ja. Oder weil ich jetzt Freizeit haben wollte oder sonstiges. Nein, ich habe dir eine Überraschung mitgebracht. Ich ahne Schlimmes. Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Und zwar haben wir jetzt ein schönes Video, damit ihr mal wisst, wie die Technik bei uns hinter den Kulissen aussieht, von dem Streaming-PC, über den das alles hier gerade läuft, von MIFCOM mitgebracht. Damit viel Spaß und danach geht's rüber zu Roter Sand. Hi, mein Name ist Moritz und ich mache eigentlich die Live-Regie hier bei der Fête de la Musique 2020, aber ich dachte, ich nutze mal eine der Umbaupausen. Wir haben ja doch einige Künstler, die heute auftreten, deswegen dachten wir, wir präsentieren mal in einer dieser Pausen etwas Hardware, die wir hier benutzen, um die Fette der Musik in euer Zuhause oder wo auch immer ihr gerade sein mögt, zu streamen. Wir haben nämlich MIFCOM als Hardware-Sponsor ergattern können und das freut uns sehr, weil sie echt sehr coole und auch highly customizable, wie man ja so schön sagt, PCs machen können. Und eine Reihe, die sie jetzt nochmal aufgerüstet haben, geupgradet haben, für euer Pläsier, ist die Streambox-Reihe. Die ist eigentlich gemacht für Leute, die so auf Twitch streamen oder auf YouTube streamen. Aber auch für uns ist sie sehr praktisch, denn wir haben eine ziemlich große Menge an Daten, die wir hier rüber schaffen müssen zu euch nach Hause. Und da braucht man schon PCs, die ordentlich was unter der Haube haben. Und in der Tat, wir haben zwei von diesen PCs hier stehen. Das ist quasi nur der Ersatzrechner und auch der verdient das Prädikat Ersatz gar nicht, weil der ist so gut, mit dem könnten wir das genauso gut machen, wie mit dem anderen PC, der gerade unten in der Regie steht und das, was ich gerade mache, zu euch nach Hause bringt. Was ist drin? Eigentlich das, was ihr wollt. MIFCOM bietet einen Konfigurator an. Damit könnt ihr entscheiden, was bei euch reinkommt, je nachdem, wie groß euer Geldbeutel und wie hoch eure Qualitätsansprüche am Ende sind. In diesem Fall, das, was vor mir steht, da findet ihr eine Grafikkarte von MSI, nämlich die doch sehr zeitgemäße Nvidia RTX 2060 Super. Mal zum Vergleich, in unserem Streaming-PC unten ist die 2070 Super drin. 8 GB Videoram, damit kommt ihr eigentlich bei allem, was gerade so rauskommt, gut weg. Außerdem ist hier noch drin ein Prozessor von AMD, einer der neueren Ryzen-Prozessoren. Der versorgt uns hier mit ordentlich CPU-Power, damit wir auch die ganzen Datenmengen bewältigen können. Denn wer sich vielleicht auskennt, weiß, dass das Streaming auf Twitch oder YouTube mit diesen Rechnern nicht nur Grafikpower bedeutet, sondern eben auch Prozessorleistung. Zumindest haben wir in beiden Maschinen 16 GB RAM drin. Das reicht für unsere Belange vollkommen aus. Ihr könnt noch viel höher gehen mit Hilfe des Konfigurators. Wenn ihr also wollt, könnt ihr da direkt mal reingehen und nicht einmal was zusammenklicken. Ich mache das auch mal ganz gerne und lande bei 3.000 Euro und bin sehr unzufrieden. Diese MIFCOM-Computer, die können aber dennoch viel Hardware zu einem doch recht gemäßigten Preis. Ihr kommt also nicht auf Beträge, wo ihr gleich eine Privatinsolvenz anmelden müsst oder 10 Jahre lang auf Twitch streamen müsst, um das Ganze wieder rauszuholen. Ihr bekommt also eine recht gute Packung, egal welches Gehäuse, welche Grafikeinheit, welcher Prozessor, wie viel RAM. Das könnt ihr euch alles zusammenstellen und dann bekommt ihr genauso eine Kiste raus wie die, die gerade vor mir steht. Und da ist auch noch ein Glas, so ein bisschen Glas vorne dran, das haben wir abgenommen, damit es sich so spiegelt. Das heißt, auch wenn ihr das bei euch auf dem Schreibtisch habt oder daneben, es leuchtet. Das ist ja ganz wichtig bei modernem Gaming, immer viel RGB rein. Das könnt ihr hier auswählen oder auch ausmachen, wenn es euch nicht gefällt. Aber wer möchte, dass es glänzt und farblich passend ist, kann sich das gerne einstellen. Wie gesagt, das ist nur einer der beiden PCs, die wir hier stehen haben. Der andere, der ist leider ein bisschen in Beschlag genommen, der leuchtet sogar noch ein bisschen mehr, wo man das kaum glauben mag. Wir jedenfalls sind sehr froh, dass wir MIFCOM als Hardware-Sponsor hier haben, denn ohne diese beiden PCs könnten wir diese doch sehr großen Datenpakete, die wir hier rausschicken. Es ist ja immerhin Full HD, 25 Bilder pro Sekunde, weil es eben Film ist. Auch natürlich 60 Bilder pro Sekunde, gar kein Problem für diese Teile. Und natürlich haben wir beim PC unten auch noch eine Capture Card mit drin, also über PCIe, eine Elgato Capture Card. Die nimmt dann auch euch beim Twitch-Streaming die ganze Rechenleistung ab. Das heißt, das Bild geht in die Capture Card und wird daraus gestreamt und ihr braucht nicht die Grafikpower, um das umzurechnen. Wer sich noch dafür interessiert, im Detail besprechen wir diese beiden Streaming-Boxen in der Radiosendungscore der Game Talk. Das heißt, ich und meine Kollegin werden nochmal über diese PCs gesondert reden und ihr kriegt nochmal alle Spezifikationen und unser Testurteil mit. Das war's aber für jetzt. Ich verziehe mich wieder in meinen Kämmerlein zu meinen Kollegen in die Regie. Viel Spaß bei der Fette der Musik. Danke fürs Einschalten und bleibt auf jeden Fall dran. Danke.
Schoß. Das Kind heißt Einsamkeit. Es ist kalt und